Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation des Marketing- und Vergütungsplanes der Firma Jeunesse Global. Mein Name ist Fabian Fitzner und ich darf Sie die nächsten Minuten dabei begleiten, sich ein Bild zu machen über die außergewöhnlichen Einkommens- und Verdienstmöglichkeiten unseres Unternehmens. Jeunesse Global ist nicht nur das derzeit schnellst wachsende Unternehmen der gesamten Network-Marketing-Branche, Jeunesse hat außerdem einen Preis dafür gewonnen, den wohl lukrativsten und interessantesten Marketingplan der gesamten Industrie zur Verfügung zu stellen. Bevor wir gleich in die einzelnen Einkommensströme hineingehen, möchte ich mit Ihnen einige wichtige Bezeichnungen besprechen, dass jeder nachher in der Lage ist, den Vergütungsplan in seinen Einzelheiten nachzuvollziehen. Zuerst definieren wir die verschiedenen Kundentypen. Der erste Kundentyp ist der sogenannte Endkunde oder auf Englisch Customer. Ein Endkunde ist ein Kunde, der einmalig ein Produkt zum Preis der unverbindlichen Preisempfehlung von Ihnen persönlich oder über Ihre Webseite bezieht. Ein Vorzugskunde ist der zweite Kundentyp, zu Englisch der sogenannte Preferred Customer. Ein Vorzugskunde registriert sich auf Ihrer von Jeunesse zur Verfügung gestellten Webseite und bekommt Produkte für 10-20% günstiger zur Verfügung gestellt. Der Vorteil eines Vorzugskunden ist vor allem Dingen der, dass ein Vorzugskunde Ihnen nun zugeteilt ist, dass Sie also Kundenschutz auf diesen Kunden haben und immer wenn der Kunde neue Produkte bestellt, werden Sie wieder mit Provisionen von Jeunesse Global belohnt. Der dritte Kundentyp ist der wohl wichtigste Kundentyp, der sogenannte Großhandelskunde oder Wholesale Customer. Ein Großhandelskunde wird man dann, wenn man ein Starterkit bezogen hat, das heißt für 29 Euro eine Webseite, einen eigenen Online-Shop und ein eigenes Backoffice bezogen hat und wenn man sich entschieden hat, ein sogenanntes Starterkit zu beziehen, sprich ein Kit, ein sogenanntes subventioniertes Produktpaket von Jeunesse Global bezieht, also eine größere Bestellung macht, daher auch der Name Großhandelskunde. Ein Großhandelskunde ist ab diesem Zeitpunkt außerdem berechtigt, ein Geschäft aufzubauen. Und anhand einiger Aktivitäten kann der Großhandelskunde dann Vertriebspartner werden und den Marketing- und Vergütungsplan von Jeunesse Global in all seinen Einzelheiten nutzen. Andere wichtige Bezeichnungen, die man kennen muss, um den Vergütungsplan zu verstehen, sind folgende. Zum einen CV, Commissionable Volume. CV beschreibt letzten Endes den Nettowert eines Produktes. Dieser Nettowert wird immer in CV angegeben und ist weltweit gleich. Habe ich zum Beispiel ein Produkt, welches ich in Deutschland kaufe, so hat dieses einen anderen Preis als das gleiche Produkt, was in Thailand gekauft wird. Dies liegt einfach daran, dass wir einen Unterschied in den einzelnen Werten der Währungen haben und natürlich, weil jedes Land ein eigenes Besteuerungssystem hat. Der Nettowert des Produktes ist allerdings weltweit als CV angegeben und somit auch international gleich. Das heißt, dass wir, egal wo ein Produkt auf der Welt bezogen wird, immer genau die gleiche Provision auf dieses Produkt bekommen. Ein CV entspricht derzeit ca. $1,50. Ein weiterer wichtiger Begriff ist PV oder Personal Volume. Das bezeichnet das persönlich bestellte Volumen, also es bezeichnet den Produktwert, den Sie persönlich bestellt haben, um Produkte für den Eigenbedarf oder zum Weiterverkauf bezogen haben. Die erste wichtige Stufe in unserem Vergütungsplan ist die des Executives. Drei Schritte zum Executive. Der erste Schritt ist, werden Sie Großhandelskunde. Sie werden Großhandelskunde, indem Sie Ihren Sponsor ansprechen und fragen, wo und wie Sie Ihr Starterkit beziehen können. Das Starterkit enthält Ihre eigene Webseite, Ihren eigenen Warenkorb und Online-Shop sowie den Zugang zu Ihrem Backoffice für ein Jahr. Das Starterkit hat einen Kostenbeitrag von 29 Euro. Der zweite Schritt ist, Sie machen eine größere Bestellung, das heißt, Sie entscheiden sich für eines unserer Erstbestellungen, eines unserer Großhandelskits. Die Großhandelskits liegen zwischen 226 und 2033 Euro und haben dementsprechend verschieden große Bestellungen und Produkt, also ein Produktportfolio, welches von seitens Jeunesse subventioniert ist. Das heißt, Sie sparen 40-55% und haben dann Ihr Leben lang diesen Rabatt und kaufen zum Großhandelspreis ein. Nachdem Sie das getan haben, ist der zweite Schritt, dass Sie sich aktivieren. Aktiv wird man in dem Moment, wenn man dafür sorgt, dass man in allen Folgemonaten selbst 60 CV Umsatz schreibt.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigste Möglichkeit ist wohl die des Autoships. Das heißt, man sorgt einfach dafür, dass man eine automatische Bestellung laufen lässt und jeden Monat Produkte im Wert von 60 CV erhält. Der dritte und letzte Schritt ist der, sich zu qualifizieren. Wie qualifiziert man sich? Man qualifiziert sich zum Executive, indem man einen Großhandelskunden auf seiner linken Seite registriert und einen Großhandelskunden auf seiner rechten Seite registriert. Auch diese müssen ab dem zweiten Monat jeweils 60 CV Umsatz machen pro Monat, damit sie selbst aktiv und qualifiziert bleiben. Haben Sie diese drei Schritte geschafft, dann sind Sie Vertriebspartner, also Executive, und können den Vertriebsplan in all seinen Vorzügen nutzen. Autoship, automatische Belieferung, ist die Basis für wiederkehrendes Einkommen. In anderen Worten, kein Autoship, kein Business oder kein Autoship, keine Provision. Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst bzw. dass Ihre Großhandelskunden alle auf Autoship laufen, also automatisch beliefert werden. Denn wir sprechen hier darüber, ein residuales, also immer wiederkehrendes Einkommen aufzubauen, und Stabilität im Geschäft, Stabilität im Business bekommen Sie tatsächlich nur über Autoship. Insgesamt gibt es bei Jeunesse 6 Einkommensströme. Jeder Vertriebspartner oder Großhandelskunde darf natürlich frei entscheiden, auf welchen Einkommensstrom er oder sie sich konzentriert. Mein Tipp allerdings: nutzen Sie alle, denn die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Die erste Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist die des Verkaufs, also des Direktverkaufs. Verkaufen Sie Produkte mit Gewinn. Ein Beispiel: Sie zahlen den Großhandelspreis für ein Produkt, zum Beispiel $83,95, und verkaufen es zur unverbindlichen Preisempfehlung von $134,95. So erzielen Sie einen Gewinn von $51. Um dieses zu tun, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie kaufen das Produkt ein bei der Firma Jeunesse Global, lassen sich selbst von Jeunesse beliefern und verkaufen das Produkt dementsprechend an den Endkunden. Dies macht dann Sinn, wenn Sie beispielsweise Heimpartys planen, wo Sie Produkte vorstellen, oder wenn Sie ein Kosmetikstudio haben und Produkte vorrätig brauchen. Die zweite Möglichkeit ist, der Kunde bestellt als Endkunde über Ihre Website und wird dann direkt von Jeunesse Global beliefert, rechnet auch mit Jeunesse Global ab und Sie erhalten trotzdem die Differenz zwischen Großhandelspreis und Einzelhandelspreis. Die zweite Möglichkeit ist, Sie arbeiten mit Vorzugskunden, denn Vorzugskunden sparen 10-20% auf Ihre Bestellungen ein. Um einen Vorzugskunden zu registrieren, schicken Sie diesen auf Ihre persönliche Website und schauen oben rechts unter dem Button Preferred Customer, dort wo der rote Pfeil jetzt zu sehen ist. Dort meldet sich Ihr Kunde an und kann dann günstiger Produkte bestellen. Was ist der Vorteil für Sie? Jeunesse Global sorgt also dafür, dass Ihr Kunde Ihnen zugeteilt wird und Sie genießen Kundenschutz. Dafür erhält der Kunde 10-20% Rabatt, wird aber dann auch sofort von der Firma Jeunesse Global beliefert, rechnen mit der Firma Jeunesse Global ab, aber jedes Mal, wenn der Kunde aufs Neue bestellt, erhalten Sie die Provision, also die Differenz zwischen Großhandels- und Einzelhandelspreis. Ein kleines Beispiel an dieser Stelle: Das heißt, der Einzelhandelspreis wird für den Endkunden natürlich günstiger, denn dieser spart 10-20% auf seine Bestellungen ein. Deswegen wird Ihr Gewinn zwar hier auch etwas kleiner, aber Sie haben natürlich einen Kunden gewonnen, der regelmäßig bestellt, der im besten Fall auf Autoship läuft, und somit generieren Sie immer wiederkehrendes Einkommen. Ein weiteres super interessantes Tool, was wir nutzen, ist: Registrieren Sie 2 Vorzugskunden und Sie erhalten 2 Produkte gratis. In dem Moment, wenn Sie 2 Vorzugskunden über Ihre Webseite registriert haben, erhalten Sie beim ersten Mal 2 Flaschen Cellular Rejuvenation Serum im Wert von insgesamt €200 Verkaufspreis und Sie erhalten $50 Cash. Wie schaut das im Einzelnen aus? Lassen Sie uns das hier noch einmal visualisieren, dass wirklich jeder versteht, wo die Power und wo der Hebel hierbei liegt. Das heißt, wir starten mit dem Direktverkauf. Sie haben also ein paar Endkunden, die entweder über Ihre Webseite bestellen oder direkt bei Ihnen persönlich einkaufen. Auf diese Kunden erhalten Sie insgesamt 20-45% Handelsspanne. Nun können Kunden sich über Ihre Webseite als sogenannte Vorzugskunden registrieren. Wenn Sie in einem laufenden Monat 2 Kunden registrieren, erhalten Sie im ersten Monat das Luminesque Serum kostenlos.
dürfen das aber so oft wiederholen, wie Sie möchten. Ab dem zweiten Kundenpaar erhalten Sie Produktproben, die Sie natürlich perfekt nutzen können, um Ihr Geschäft aufzubauen. Damit aber noch nicht genug. In dem Moment, wenn Sie zwei Kunden aufgebaut haben, erhalten Sie $50 Cash und Sie dürfen das so oft wiederholen, wie Sie möchten. Und jetzt stellen Sie sich an dieser Stelle einfach mal vor, dass Sie im Monat 20 Kunden registrieren. 20 Kunden ist wirklich nicht viel, allein über Empfehlungen. Das wären $500 zusätzliche Einnahmen, allein über den Aufbau von Kunden. Es gibt Menschen, die arbeiten 20 bis 30 Stunden die Woche dafür, um 400 Euro nebenbei zu verdienen. Das heißt, dieses Geschäft hat wirklich Power, dieses Geschäft ist sehr, sehr lukrativ. Und damit nicht genug, denn es geht noch weiter. Ein Vorzugskunde hat jetzt auch die Möglichkeit, selbst Produkte weiterzuempfehlen. Und was möchten Kunden im Normalfall? Kunden möchten A, kostenlose Produkte und B, Kunden möchten Prämien. Und genau das bietet Jeunesse Global mit seinem Vorzugskundenprogramm. Kommt zum Beispiel einer Ihrer Vorzugskunden auf den Gedanken, die Produkte aktiv weiterzuempfehlen und baut selbst zwei Vorzugskunden auf, denn Ihr Kunde bekommt eine eigene Webseite, über die seine Bekannten und Freunde bestellen können, so erhält dieser natürlich seine kostenlosen Produkte und $50 Cash. Jetzt ist die Frage, was haben Sie davon? Haben Sie einen aktiven Vorzugskunden in Ihrem System, so erhalten Sie, wenn dieser Vorzugskunde zwei neue Kunden gewinnt, $25 extra. Und das geht tatsächlich bis in diese zweite Ebene. Und Sie dürfen so viele Vorzugskunden aufbauen, wie Sie möchten. Der zweite Bonus, über den ich sprechen möchte, ist der sogenannte Neukunden-Akquise-Bonus. Wir haben eben erwähnt, um Großhandelspartner oder um Großhandelskunde zu werden, haben Sie zum einen Ihr Starterpaket für 29 Euro, das heißt Ihre Webseite, Ihr Backoffice und Ihren Warenkorb. Und Sie entscheiden sich für ein Produktpaket. Hier sind diese verschiedenen Produktpakete aufgelistet. Ein Produktpaket ist also nichts anderes als eine subventionierte Bestellung, also die Möglichkeit, eine größere Menge an Produkten wesentlich günstiger einzukaufen. Sie sparen also 40-55% ein. Diese Produktpakete variieren zwischen 227 Euro und 2033 Euro, je nach Größe des Paketes. Entscheidet sich jetzt einer Ihrer neuen Großhandelskunden, zum Beispiel für das dritte, für das Jumbo-Package, so erhalten Sie, das sehen Sie unter CAB oder CAP, erhalten Sie $200 Cash in der Folgewoche, denn Jeunesse zahlt jede Woche aus. Um das zu verstehen, gehen wir hier noch einmal in die Visualisierung. Das Ganze stellt sich dann folgendermaßen dar. Der Akquisebonus. Das heißt, Sie registrieren einen Großhandelskunden auf Ihrer linken Seite und einen Großhandelskunden auf Ihrer rechten Seite. Warum links und rechts? Wir arbeiten in einem sogenannten binären System. B kommt von 2. Das heißt, wir bauen zwei Seiten auf. Eine linke, eine rechte Seite. Ihr Großhandelskunde auf Ihrer linken Seite entscheidet sich zum Beispiel für das Ambassador Package. Dieses hat einen Gesamtwert von 500 CV und auf der rechten Seite entscheidet sich Ihre Kundin für das beispielsweise Jumbo Package im Wert von 400 CV. Nun erhalten Sie anhand der Akquiseboni, die Sie eben gesehen haben, für den linken Partner $200 und für den rechten Partner $250. Das heißt, allein für die Registrierung, dass Sie es neuen Großhandelskunden möglich machen, günstiger einzukaufen, erhalten Sie eine Gesamtprovision von $450. Und lassen Sie uns nochmal bei dem Beispiel bleiben, über das wir eben gesprochen haben, dass es viele Menschen gibt, die 20 bis 30 Stunden arbeiten, um 400 Euro dazu zu verdienen. Das schaffen Sie hier bei Jeunesse, indem Sie einfach zwei Menschen die Möglichkeit geben, wesentlich günstiger die außergewöhnlichen Produkte unseres Unternehmens zu beziehen. Der dritte Bonus, und jetzt wird es wirklich wichtig, ist der Teambonus oder sind die sogenannten Teamprovisionen. Teamprovisionen sind das, was uns ein sogenanntes residuales oder passives Einkommen generieren kann. Und das schaut wie folgt aus. Schauen Sie mal unten in der Mitte, da sehen Sie diesen Kreis und dieser Kreis beschreibt einen sogenannten Cycle oder einen Zyklus. Das Ganze sieht wie folgt aus. Wenn eines Ihrer Teams, ja, nochmal zur Zusammenfassung, wir haben also ein Team auf der linken Seite, ein Team auf der rechten Seite. Wenn also das Team auf der linken Seite insgesamt 600 CV Umsatz generiert und das Team auf der anderen Seite 300 Umsatz generiert, dann erhalten Sie $35 Provision. Wie stellt sich das Ganze dar? Ein Großhandelskunde darf natürlich, genau wie Sie selbst auch, ein Geschäft aufbauen und darf natürlich, wie Sie selbst auch, Direktverkäufe tätigen, also Kunden aufbauen.
Jetzt gehen wir davon aus, dass in diesem linken Team insgesamt 600 CV Umsatz generiert wurden. Nicht Sie selbst haben den Umsatz generiert, sondern Ihre Partner, Ihre Großhandelskunden. Der linke Großhandelskunde hat beispielsweise 10 Kunden, die alle 60 CV bestellt haben in der laufenden Woche. Und der rechte Kunde hat zum Beispiel 5 Kunden, die jeweils dann eben diese 60 CV bestellt haben. So kommen wir also auf einen gesamten Umsatz links von 600 und auf einen gesamten Umsatz rechts von 300 CV. Das bedeutet für Sie, Sie haben einen Zyklus geschafft und erhalten $35 Auszahlung. Sie können pro Woche maximal 750 Zyklen durchlaufen. Wir fangen erstmal klein und machen noch ein zweites Beispiel. Stellen Sie sich Folgendes vor, diesmal machen beide Gruppen einen etwas erhöhten Umsatz in der Folgewoche. Die linke Gruppe macht einen Gesamtumsatz von 900 CV und die rechte Gruppe macht ebenfalls einen gesamten Umsatz von 900 CV. Dementsprechend erreichen wir den ersten Zyklus, indem wir links 600 CV abziehen, rechts 300 CV abziehen und wir erhalten $35 Provision. Nun bleiben auf der linken Seite 300 CV übrig und auf der rechten Seite 600 CV übrig. Nun dreht sich dieser ganze Zyklus einfach rum und von der rechten Seite werden 600 genommen und von der linken Seite werden 300 genommen, sodass wir noch einen zweiten Zyklus in der gleichen Woche schaffen und dementsprechend noch einmal $35 ausgezahlt bekommen und somit auf $70 Gesamtverdienst kommen. Und das ist das wirklich passive, wiederkehrende oder residuale Einkommen, denn Sie dürfen Ihr Team so groß machen, wie Sie möchten. Und das hier ist auch tatsächlich der nächste Schritt, denn Ihre Großhandelskunden dürfen genau wie Sie auch Vertriebspartner werden. Das heißt, wir helfen unseren neuen Großhandelskunden dabei, selbst einen Großhandelskunden links und einen Großhandelskunden rechts zu registrieren. Und wenn diese möchten, natürlich wiederholen wir das Ganze und helfen auch diesen dabei, ihr Team auszubauen. Wichtig an der Stelle ist zu verstehen, dass jeder Ihrer Großhandelskunden exakt die gleichen Möglichkeiten hat, die Sie auch haben. Es gibt hier keine Vor- und keine Nachteile. Jeder startet exakt zu den gleichen Konditionen und es liegt nur daran, wie gut man sein Geschäft arbeitet und danach wird man dann dementsprechend bezahlt. Wir haben also hier ein etwas größeres Team mit einigen Partnern, aber vor allem vielen, vielen Endkunden, die natürlich Umsatz generieren. Jetzt gehen wir davon aus, dass dieses komplette linke Team einen gesamten Umsatz macht von 6.000 CV in der laufenden Woche und das rechte Team einen Gesamtumsatz von 3.200 CV generiert. Wie schaut das Ganze nun aus? Wir schauen also, wie oft passen diese 600 in die 6.000 und wie oft passen die 300 in die 3.200 rein. Und wir kommen also insgesamt auf 10 Zyklen, die wir durchlaufen können. Das heißt, Jeunesse Global zahlt Ihnen jetzt für das Aufbau Ihres Teams, für das Gewinnen von vielen, vielen neuen Kunden insgesamt 10 mal $35 aus. Das entspricht einem wöchentlichen Einkommen von $350. Wenn Sie das mal auf den Monat aufrechnen, dann kommen Sie auf $1.500 Gesamtverdienst. Um $1.500 passiv zu generieren in anderen Businessmodellen, wie zum Beispiel Immobilien, also Real Estate, dann müssten Sie mit Sicherheit 2 bis 3 Mietimmobilien haben, um dort auf dieses Einkommen monatlich zu kommen. Also es ist ein außergewöhnliches Geschäftsmodell, ein sehr, sehr faires Geschäftsmodell und vor allem, denke ich, das lukrativste und fairste Modell, was es derzeit auf dem, ja, im wirtschaftlichen Markt gibt. Was hier auffällt, ist natürlich, dass wir auf der rechten Seite nicht komplett bis zum Ende cyclen können. Das heißt, es bleiben 200 CV übrig, die noch nicht ausbezahlt wurden. Das Faire hier ist, dass diese 200 CV einfach stehen bleiben und Sie diese in die Folgewoche mitnehmen und deswegen einfach eine Woche später darauf bezahlt werden. Insgesamt können Sie bis zu 750 Teamprovisionen pro Woche erreichen. Und das wiederum entspricht $26.250 wöchentliche Auszahlung allein über das Team. Und das ist eine außergewöhnlich hohe Zahl. Allerdings gibt es hier tatsächlich eine Begrenzung, einfach damit es mathematisch eben auch möglich ist. Denn in der Realität sieht es so aus, 40% von jedem verkauften Produkt erhält Jeunesse Global und 60% werden wieder an den Vertrieb, an uns ausbezahlt im Rahmen dieses Vergütungsplanes. Und damit das mathematisch alles auch dementsprechend funktioniert, gibt es hier eine Grenze. 26.250 ist dementsprechend die größte Auszahlung, die pro Woche erreichbar ist, über den Teambonus. Alle anderen Boni sind unlimitiert.
Der nächste Bonus ist der sogenannte Führungskräfte-Matching-Bonus und das ist mein absoluter Favorit, denn der beschreibt wirklich das Herz des Network-Marketing. Dieser Bonus beschreibt ja den Kern unseres Geschäftes, nämlich Hilfe anderen erfolgreich zu werden und du wirst selbst erfolgreich. Ich möchte Ihnen diesen Bonus erklären an dem Beispiel des Saphirs. Saphir ist eine Stufe im Ranking bei Jeunesse Global, das heißt man kann nach und nach diese Karriereleiter aufsteigen. Warum habe ich das den Bereich Saphir gewählt? Weil es Möglichkeiten gibt, von vornherein sich als Saphir zu qualifizieren und weil wir hier auf insgesamt 3 Ebenen bezahlt werden. In der Praxis schaut das folgendermaßen aus. Auf der linken Seite sehen Sie die verschiedenen Ebenen und Prozente. 1 steht einfach für die erste Ebene, 2 steht für die zweite Ebene, 3 für die dritte und so weiter. Am Beispiel Saphir, hier in lila dargestellt, sehen wir also, wie das Ganze funktioniert. Sie stehen wie immer ganz oben bei Ihrem Unternehmen und Sie haben Ihren ersten Großhandelskunden auf der linken Seite selbst registriert, also selbst ins Geschäft gebracht. Deswegen hat dieser eine 1. Dieser Partner macht ein eigenes Geschäft, das heißt, er baut sein eigenes Geschäft auf und macht auch seinen eigenen Teamumsatz. Jetzt gehen wir davon aus, dass dieser Partner mit seinem gesamten eigenen Team insgesamt 1.000 Euro verdient, also aus dem Team entstehenden CV, der vorhergegangene Teambonus. Jetzt erhalten Sie, weil diese Person eine sogenannte Erstlinie ist, 20% auf seinen oder ihren Verdienst. Das bedeutet nicht von seinem Verdienst, sondern auf seinen Verdienst. Verdient diese Person 1.000 Euro oder 1.000 Dollar netto, so erhalten Sie 20% davon, also 200 Dollar. Die zweite Ebene, also quasi eine Person, die Sie nicht selbst ins Geschäft gebracht haben, sondern eine Person, die durch Ihren Partner entstanden ist, baut ebenfalls Ihr eigenes Geschäft auf. Und das Faire und Schöne am Network Marketing ist, dass diese Person sogar mehr verdienen kann, ein besseres oder größeres Team aufbauen kann und verdienst- und rankingmäßig natürlich jeden überholen kann, der über ihm steht. Wir gehen davon aus, dass diese Zweitebene 2.500 Euro verdient oder Dollar verdient. Jetzt erhalten Sie immer noch 15% auf diesen Verdienst. Also nicht von seinem Verdienst, sondern auf seinen Verdienst. 15% von 2.500 entspricht 375 Dollar Auszahlung für Sie. Und das Gleiche geht weiter auf der dritten Ebene. Schauen wir zum Beispiel hier unten rechts. Dort haben wir einen weiteren Partner, den wir bisher vielleicht auch gar nicht kennen, da unsere Erstlinie einen weiteren Partner ins Geschäft gebracht hat und dieser wiederum diese dritte Person. So haben wir hier jemanden, der selbst auch wieder sein Geschäft aufbaut und dennoch erhalten wir 10% auf den Verdienst dieser Person. Gehen wir davon aus, diese Person macht aus ihrem eigenen Teambonus insgesamt 750 Dollar oder Euro Verdienst. So erhalten wir 10% davon, also 75 Dollar Auszahlung. Und jetzt natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben eine linke Seite und wir haben eine rechte Seite. Dürfen wir nur jeweils einen links und einen rechts registrieren oder gibt es eine Möglichkeit, mehr Menschen zu registrieren? Natürlich gibt es die. Sie dürfen so viele sogenannte Erstlinien ins Geschäft bringen, wie Sie möchten. Die Frage ist, wo kommen diese Personen hin, wenn die linke und rechte Seite jeweils schon besetzt ist? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Entweder rechts oder links unter das gesamte Team. Und dort geht das Ganze wieder von vorne los. Sie bekommen auf jede Person, die Sie selbst ins Geschäft gebracht haben, 20%, dann 15%, dann 10%. Und Sie dürfen so viele Menschen ins Geschäft bringen, wie Sie wollen. Um es anders zu sagen, je mehr Menschen Sie selbst registrieren, umso besser, denn umso schneller wächst Ihr Team. Und hier sehen Sie natürlich, dass Sie das Team so auch aktiv unterstützen, denn auch Ihr neuer Partner, Ihre neue Erstlinie schreibt natürlich Umsatz, ja, steigt mit einem Paket ein, gewinnt Kunden und dieser komplette Umsatz wird natürlich nach oben durchgegeben. Und Ihre Partner, bereits bestehenden Partner, profitieren davon einfach mit. Und das ist echtes Teamwork, das gibt es so in der Welt da draußen definitiv nicht. Also nochmal, im Network Marketing geht es darum, Hilfe anderen erfolgreich zu werden, Hilfe anderen dabei Geld zu verdienen und du wirst mehr als fair dafür belohnt. Mein Tipp an dieser Stelle, ihr habt gerade gesehen oder Sie haben gerade gesehen, dass dieser Saphir-Bonus auf 3 Ebenen bezahlt. Man kann jetzt den schweren Weg gehen und kann als Großhandelskunde starten und sich diese Stufe des Saphirs hart erarbeiten.
erarbeiten oder man macht Folgendes, man entscheidet sich für eins der folgenden drei Pakete, das Jumbo Package, das One-Year Jumbo Package oder das Ambassador Package und Sie sind automatisch für 90 bis 180 Tage auf der Saphir-Stufe qualifiziert. Das heißt, Jeunesse geht quasi in Vorleistung, leiht Ihnen diese Position, sodass Sie ab dem ersten Tag diesen außergewöhnlichen Matching-Bonus genießen können und wirklich auf Ihre erste, zweite und dritte Ebene verdienen. Später mit höheren Ebenen geht natürlich dann auch dieser Matching-Bonus noch tiefer. Sie können beispielsweise als Rubin oder als Ruby erhalten Sie sogar eine vierte, als Emerald eine fünfte, als Diamond eine sechste und als Doppel-Diamond sogar eine siebte Stufe. Das sind dann jeweils 5% nochmal auf die Menschen, die danach entstehen. Das ist sehr, sehr lukrativ und reizt natürlich einfach den Leuten zu helfen, die man im Team hat, dass diese wirklich erfolgreich werden. Also mein Tipp, starten Sie sofort richtig, starten Sie mit Saphir und entscheiden sich für ein Jumbo, One-Year Jumbo oder Ambassador Package, um einfach das Maximum aus dem Vergütungsplan herauszuholen. Der nächste Bonus ist das Kundenakquise Incentive. In dem Moment, wenn Sie selbst 10 Vertriebspartner registriert haben, also 10 persönliche Großhandelskunden oder Vertriebspartner registriert haben, erhalten Sie nicht nur 20% auf Ihre erste Linie Matching-Bonus, sondern sogar 30%. Also mein Tipp, registrieren Sie so schnell wie möglich mindestens 10 bis 20 eigene Linien, eigene Großhändler, sodass Sie den Marketingplan wirklich komplett nutzen können und das Maximum rausholen. Der letzte Bonus, den ich erklären möchte, ist der Diamond Bonus Pool. Wir haben eben gesehen, es gibt verschiedene Stufen. Die Stufe Diamond ist schon eine sehr, sehr fortgeschrittene Stufe. Es gibt Jeunesse jetzt im sechsten Jahr. Aktuell gibt es über 70 Personen auf der Stufe Diamond. Ein Diamond ist jemand, der im Schnitt zwischen 30.000 und $50.000 pro Monat verdient. Aber es gibt hier den sogenannten Diamond Pool Bonus und der stellt sich wie folgt dar. Erreicht man diese Stufe, was definitiv nicht einfach ist, da sind wir glaube ich alle konform, aber es ist möglich, denn 70 Menschen haben es bereits vorgemacht, dann erhält man einen sogenannten Diamond Share. Jedes Quartal werden 3% des gesamten Unternehmens CV-Umsatzes weltweit zusammengenommen und werden unter allen Diamond-qualifizierten Personen aufgeteilt. Wenn man selbst nicht die Stufe Diamond erreicht hat, aber jemanden registriert hat, der selbst Diamond geworden ist, so erhalten Sie auch einen Teil dieses Diamond Shares. Der Diamond Share stellt sich aktuell so dar, dass dieser Gesamtbonus im Quartal noch nie unter $50.000 Provision lag. Das heißt, jeder, der an diesem Pool teilnimmt, bekommt eigentlich alle drei Monate zwischen $50.000 und $100.000 ausgezahlt. Das ist ein extrem hoher Bonus. Also wer auf der Stufe ist, der ist finanziell auf jeden Fall frei, der braucht sich über nichts mehr Gedanken zu machen. Also das Ziel für die, die das hier richtig angehen, ist auf jeden Fall der, Diamond zu werden oder zumindest mal ein paar Leute ins Geschäft zu bringen, die das Potenzial haben, Diamond zu werden. Also ein extrem interessanter Bonus, vielleicht noch nicht super interessant am Anfang, aber als langfristiges Ziel das absolute Nonplusultra. Es gibt weitere Boni, es gibt dann immer sogenannte Kundenincentives. Jeunesse Global überlegt sich also ständig neue Programme, um Kunden auch zu motivieren, selbst aktiv Empfehlungen zu betreiben. Es gibt Reisen, es gibt persönliches Training, wir haben regelmäßig Meetings und Konferenzen und wir haben vor allem die Möglichkeit, wirklich global aufzubauen. Und ich glaube, das ist einzigartig, gerade wenn man es mal aus der Sicht eines Unternehmers sieht, ohne in ein Land zu investieren, in diesem Land selbst ein Geschäft aufzubauen, das gibt es wirklich nur im Network Marketing. Abschließend möchte ich mit Ihnen noch ganz kurz die Rankings besprechen und wie diese Rankings erreicht werden können. Der erste wichtige Rang, wie eben beschrieben, ist der Executive. Wie wird man Executive? Werde Großhandelskunde, dann registriere 2 eigene Großhandelskunde, dabei muss einer mindestens auf einer Seite stehen, also einer links, einer rechts und jeder dieser Großhandelskunden muss mindestens einmal innerhalb eines Jahres ab Registrierung 100 PV generiert haben. Das heißt, jeder dieser Großhandelskunden muss einmal ein Großhandelspaket bestellt haben, also ein Produktpaket bestellt haben, somit ist gewährleistet, dass diese Großhandelskunden jeweils mindestens 100 PV generiert haben. Die nächste Stufe der Karriereleiter ist Jade.
Wenn Sie auf der Stufe Jade sind, werden Sie zum ersten Mal auf die erste Ebene im Matching-Bonus bezahlt. Wie funktioniert das? Sie registrieren 4 persönliche Executives. Dabei muss mindestens einer pro Team sein. Das heißt, auf einer Seite kann einer stehen, auf der anderen Seite dürfen 3 stehen oder 2-2, wie man das auch handhaben will. Aber es muss mindestens gegeben sein, dass einer pro Seite steht. Und Sie helfen diesen Menschen dementsprechend jeweils, ja, Executive zu werden, also einen Partner links, einen Partner rechts zu haben. Oder die zweite Möglichkeit, 8 persönlich eingeschriebene Großhandelskunden. Dabei allerdings mindestens 3 in einem Team und jeder muss einmal 100 PV generiert haben. Der nächste Rang ist Pearl oder Perle. Um Pearl zu werden, müssen Sie 8 persönlich registrierte Executives haben, davon mindestens 2 pro Team. Nochmal, ein Executive ist ein Großhandelskunde, der selbst mindestens einen Großhandelskunden links und einen Großhandelskunden rechts registriert hat, die also mindestens 100 PV generiert haben und monatlich 60 CV nachliefern. Oder Möglichkeit Nummer 2, Sie haben 12 persönlich eingeschriebene Großhandelskunden, wobei mindestens 3 pro Team gegeben sein muss. Der nächste Rang, und da sind wir bei Saphir, das ist der Rang, für den Sie sich sofort registrieren können mit dem Erwerb eines der eben genannten Produkte. Sie müssen also, um Saphir zu werden, ein qualifizierter Executive sein. Sie müssen weiterhin mindestens 12 persönlich registrierte Executives aufgebaut haben. Davon mindestens 3 in einem Team, wobei jeder einmal 100 PV in einem Monat generiert haben muss. Und ab dieser Stufe werden Sie auf 3 Ebenen im Matching-Bonus bezahlt, 20, 15 und 10%. Wenn Sie sich für eins der eben genannten Pakete entscheiden, sind Sie also für 90 bis 180 Tage auf dieser Stufe vorqualifiziert und haben dann bis zu einem halben Jahr Zeit, diese Stufe zu bestätigen. Und ich glaube, ein halbes Jahr ist mehr als genug Zeit, um 12 persönliche Executive aufzubauen, vor allem mit der Hilfe und des Supports der sogenannten Upline. Die nächste Stufe ist der Saphir Elite. Oder Saphir Elite, wenn man so aussprechen muss oder möchte. Sie möchten ein qualifizierter Saphir Elite werden, dann müssen Sie selbst Saphir Executive sein. Das heißt, Sie haben bereits 12 persönlich eingeschriebene Executives und Sie haben im laufenden Monat mindestens 100 Team Commissions verdient. Das bedeutet 100 mal $35, das entspricht schon $3,500 alleine aus Team-Commissions, die Sie dort verdient haben. Da ist der Matching-Bonus noch nicht dabei, da ist der Kundenakquise-Bonus noch nicht dabei und da sind auch die Verkaufsboni noch nicht dabei. Das ist schon ein ganz schönes Gehalt, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland 2000 Euro noch nicht mal das Durchschnittsgehalt ist. Das liegt etwas niedriger. Das heißt, hier kann man wirklich mal ein richtiges Business aufbauen und das auch nebenberuflich. Die nächste Stufe ist der Ruby. Als Ruby müssen Sie ein qualifizierter Saphir Executive sein, das heißt, Sie haben 12 persönlich eingeschriebene Executives und Sie müssen 2 sogenannte qualifizierte Saphir-Beine haben. Außerdem müssen Sie mindestens 200 Team Commissions im laufenden Monat verdient haben und das entspricht 7000 Euro Verdienst pro Monat, wiederum nur aus den Team Commissions, alles andere kommt dementsprechend on top. Ja, die Saphirs dürfen auf einer Seite sein, aber sie müssen aus 2 verschiedenen Großhandelskunden entstanden sein. Emerald ist die nächste Stufe. Um Emerald zu erreichen, müssen Sie ein qualifizierter Saphir Executive sein und 4 unterschiedliche qualifizierte Saphir-Beine haben. Und Sie müssen mindestens 500 Team Commissions im laufenden Monat verdient haben. Und wir sprechen hier bereits über $17,500 pro Monat alleine aus Team Commissions. Und das ist jetzt wirklich schon mal ein großes Gehalt. Das erreichen die meisten Menschen in gehobenen Managements nicht. Die nächste Stufe ist der Diamond und ab dann geht's wirklich los auch mit dem Diamond Share und auf der Stufe sieht's folgendermaßen aus. Sie müssen ein qualifizierter Saphir sein und Sie müssen 6 unterschiedlich qualifizierte Saphir-Beine haben und Sie müssen mindestens 1000 Team Commissions im laufenden Monat verdient haben, was $35,000 pro Monat an Einkommen rein aus den Team Commissions entspricht. Double Diamond, Sie müssen ein qualifizierter Diamond Director sein und 2
eigens aufgebaute qualifizierte Diamond Directors haben und sie müssen mindestens 1500 Team Commissions im laufenden Monat verdient haben. Das heißt, wir sprechen hier bereits über 50.000 Dollar monatlich rein aus den Team Commissions. Als Diamond haben sie natürlich den Diamond Share, was in etwa circa nochmal 30.000 im Monat zusätzlich entspricht, plus natürlich ihre Matching Boni auf insgesamt 7 Ebenen. Also ab hier wird es wirklich richtig interessant. Aber wie gesagt, es gibt bereits 70 Menschen, die diese Stufen erreicht haben und in Europa ist noch sehr, sehr viel Platz. Die weiteren Rankings, Triple Diamond, Presidential, Imperial und Crown Diamond Director, nur mal ganz kurz angekratzt. Ab dann gibt es noch einen sogenannten One-Time-Bonus. Das heißt, erreicht man diese Stufen als Triple Diamond, bekommt man dementsprechend 100.000 Dollar One-Time-Bonus. Dieser wird sofort ausgezahlt. Als Presidential gibt es 250.000 Dollar Bonus. Dieser wird in 2 Zahlungen gemacht. Der Imperial Diamond Director sind 500.000 Dollar. Das wiederum wird über 24 Monate ausgezahlt. Und als Crown Diamond Director bekommen sie eine Einmalzahlung von 1 Million US-Dollar. Diese allerdings werden über 24 Monate ausgezahlt. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg. Und ich hoffe, dass Sie mit dieser Präsentation wirklich einen Einblick bekommen haben, was mit Jeunesse Global möglich ist, was die Network-Marketing-Branche bietet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und schauen Sie einfach auf meinem Kanal vorbei, um weitere Trainings zu genießen, um sich weiter zu informieren, wie Sie Ihr Geschäft am besten aufbauen. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg. Mein Name ist Fabian Fitzner und ich bin Network-Marketing-Experte. Auf Wiedersehen.